Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen zu den Links, wo ich diese Informationen her habe, findet ihr unterhalb des Videos, wie auch den Weiterempfehlungslink, Twitter-Account und natürlich ein paar andere Videos. Heute geht es um die Mobilität, die sich langsam wandelt zur Elektromobilität und zur Energie, die sich langsam wandelt von der konventionellen Energie zur erneuerbaren Energie. Kommen wir zur Energie. In Deutschland wurden mehr als 50% der Energie aus erneuerbaren Produktionen geschaffen dieses Jahr. Eine große Zahl, die wir damit erreicht haben, liegt ein bisschen daran, dass insgesamt weniger Energie verbraucht worden ist und natürlich, dass der Zubau von Solar weiter vorangeschritten ist und auch einiges an Wind dazu gekommen ist. Kommen wir jetzt aber zur Mobilität. Und bei der Mobilität als erstes zum Bereich der Busse. Ja, BYD, ein großer Produzent, gerade in den Nutzfahrzeuggebiet. Und BYD hat jetzt in Kolumbien weitere 406 Busse ausgeliefert. Wie ich letztens schon berichtet habe, in Holland wurden über 300 Busse elektrische ausgeliefert. Und wie jemand mir geschrieben hat, gibt es in China eine große Stadt, wo es Zehntausende von diesen Bussen gibt. Da kann man sehen, wie stark BYD in diesem Bereich schon sich entwickelt hat. Und BYD ist so ein klein bisschen im Schatten von den anderen Autoherstellern, ist meiner Meinung nach aber ein großes Potenzial, weil sie gerade in diesem Nutzfahrzeugsektor sehr stark sind. Wenn jemand ein Elektroauto hat, ja, wechselt er dann wieder zurück zum Verbrennungsfahrzeug? In einer Umfrage wurde eben bekannt, dass nur 1% aller Besitzer von elektrischen Fahrzeugen wieder ein Verbrennungsfahrzeug sich kaufen wollen. Das ist natürlich eine relativ klare Aussage. Allerdings ist es so, wenn man sieht, wie viel Prozent elektrisch fahren, sind das natürlich auch noch ein ganz paar, die natürlich gerne elektrisch fahren wollten und deswegen dorthin gegangen sind. Daher glaube ich schon, dass wenn mehr Leute elektrisch fahren, es auch mehr Personen geben wird, die eben auch wieder Verbrennungsfahrzeug fahren wollen. Es ist einfach so, dass es eben Besonderheiten beim Verbrennungsfahrzeug gibt, die man beim Elektrofahrzeug nicht hat. Wie zum Beispiel die Geräuschkulisse. Naja gut, vielleicht das Tankenfahren, vielleicht mögen das einige auch, dass sie dann zur Tankstelle fahren. Ja, und überhaupt das Schalten oder der Sound, das Feeling im Wagen, was eben anders ist. Aber ich persönlich würde eben nicht wieder zurückgehen wollen auf ein Verbrennungsfahrzeug. Wie viele andere, die jetzt auch sehr früh, also Early Mover, die eben sich für elektrisch schon entschieden haben, sind denn eben doch sehr standhaft, wenn es um die Fahrzeuge geht. Japan hat jetzt gesagt, dass sie die Fahrzeuge, die Verbrennungsfahrzeuge ab Mitte 2030 verbieten wollen oder keine Zulassung mehr zulassen wollen. Trifft ein kleines bisschen die japanische Autoindustrie, weil die nicht so ganz hinter der Elektromobilität stehen. Speziell der große Konzern Toyota ist da nicht ganz so begeistert von. Allerdings denke ich, wird Toyota nicht drum herum kommen, weil auch selbst wenn Japan gesagt hätte, nee, es können weiterhin Verbrenner zugelassen werden, denke ich, dass einfach der Wandel automatisch kommt und selbst wenn man es nicht verbietet, wird es nur noch kleine Prozentzahlen von Verbrennungsfahrzeugen geben. Wenn man Norwegen als Beispiel nimmt, da liegt das irgendwie bei 4-5%, was Verbrennungsfahrzeuge noch am Marktanteil haben. Ich glaube 4-5% Benziner, 4-5% Diesel oder so. Also da ist es einfach, der Wandel ist da und die letzten paar Prozente können natürlich verboten werden, aber ich denke, das ist dann nicht mehr ganz so entscheidend.
Ja, der Wendepunkt. Es gibt eine Studie, die sagt, der Wendepunkt ist jetzt da. Ich bin der Meinung, der Wendepunkt war schon 2017, nachdem Tesla erfolgreich mit den Fahrzeugen im Markt sich etabliert hatte, war an sich schon der Wendepunkt. Nun, zahlenmäßig ist natürlich dieses Jahr der Wendepunkt gewesen. Durch Corona, durch die Förderung, die jetzt eingeführt worden ist, hat man jetzt insgesamt 360.000 Fahrzeuge mit Plug-ins verkauft. Das sind über 200% mehr als das Jahr vorher. Und nächstes Jahr durch die ganzen neuen Modelle wird der Trend sich weiter fortsetzen, gerade im elektrischen Bereich. Wo wir jetzt bei 170.000 sind, werden wir garantiert eine Verdopplung nochmal sehen, dass nochmal wieder mehr Fahrzeuge in dem Bereich verkauft werden. Insgesamt im Plug-in-Bereich, wer führt? Renault führt. Renault Zoe liegt mit 83.000 Fahrzeugen vorne und Tesla liegt dahinter mit 63.000 Fahrzeugen mit dem Model 3. Das ist natürlich 20.000 Fahrzeuge. Selbst mit der Offensive denke ich nicht, dass Tesla Renault noch den ersten Platz streitig machen kann. Ich glaube aber, dass Tesla noch näher rankommt an Renault. Ich denke mal, Renault wird noch mal so um die 10.000, 12.000 Fahrzeuge im Dezember verkaufen können. Und Tesla wird vielleicht 20 absetzen können, also wird aber trotzdem Renault weiter vorne bleiben. Und genau das ist es eben, dass Renault so erfolgreich ist, dass sie mittlerweile im November über 12.000 Fahrzeuge zugelassen haben, ist natürlich schon für den Konzern ein wichtiger Schritt. Das heißt, Renault ist der Vorreiter der Elektromobilität in Europa und hat mit seinem Fahrzeug genau das Fahrzeug gebaut, was kostenmäßig nicht zu teuer ist, was gute Werte in deine Reichweiten bringt. Und durch die verschiedenen Modelle, ob geleaste Batterie oder verkaufte Batterie, haben sie eben die Elektromobilität haus- und hoffähig gemacht. Ja, das ist es an sich für heute wieder. Sehr viele Entwicklungen, die wir gesehen haben. Es wird garantiert weitergehen. Man wird ganz bestimmt noch einige Zeit benötigen, bis eben die Elektromobilität sich 100% durchgesetzt hat. Aber ich denke, wenn die Fördermittel weiterhin in diesen Bereichen platziert werden, dieser gesamte Bereich unterstützt wird, die Ladetechnik verbessert wird, wird es automatisch dazu führen, dass man in 5 bis 10 Jahren kaum noch Verbrennungsfahrzeuge zulässt. Ob man sie verbietet oder nicht, wird es keine Verbrennungsfahrzeuge mehr innerhalb von Europa fast geben. Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.